Moin Moin und hallo, heute möchte ich euch gerne zeigen, wie ihr von einem Lifehight Regulus Power Vac 2 in 1 die Filter reinigen könnt. Ja, viel Spaß. Auf geht's. Als allererstes holen wir uns die Staubsaugereinheit aus dem Komplett-Set. So, jetzt gehen wir mal hier rüber. Und jetzt, wir wollen ja die Filter reinigen. Das heißt also, wir müssen erstmal hier reinkommen in oder an den Filter. Dazu nehmen wir hier oben den Schalter und drücken da drauf. Dann seht ihr, dann geht er hier auf. Ne? So, jetzt knicken wir das und haben damit die beiden Einheiten getrennt. Gut, jetzt müssen wir es weiter reinbauen. Wir sehen also schon mal zwei Filter. Dieser Filter hier, den könnt ihr einfach so rausklipsen und ersetzen. Den gibt es nachzukaufen. Aber dieser Filter, der sollte eigentlich nie zugehen, weil der Filter ist wichtig. So, wie gesagt, wenn ihr dieses Teil ersetzen wollt, dann wird das einfach hier so reingehangen. Das ist an drei Füßchen fest. Gut. Und jetzt gehen wir hier hin und holen uns den Hauptfilter raus. Dieser Filter sorgt dafür, dass hier eine räumliche Trennung ist zwischen Schmutzraum und dem Vakuumgebläse. Und hier drinnen, durch die Funktion, durch die Bauart, wird auch so eine Zyklon, also ein Tornado entwickelt, der dann den Schmutz sozusagen besser anziehen soll. Und das tut er auch. So, wie kriegen wir den raus? Einfach hier an den beiden Freunden halten, auf der anderen Seite festhalten und dieses Teil hinausziehen. Jetzt könnt ihr natürlich hier, wenn hier noch Dreck drin sein sollte, diesen entleeren und wegschmeißen. Hier ist nämlich der Schmutzauffangbehälter und hier ist jetzt unser Filter inklusive des Zyklon-Baukomponente. Hier unten seht ihr was? Da ist ein Schloss und ein geöffnetes Schloss. So, das heißt, wir drehen jetzt Richtung geöffnetes Schloss, halten beides fest und drehen daran. So, beides gut festhalten und dann habe ich jetzt aufgedreht. Ne? So, nochmal. Hier ist ein Pfeil, hier ist auf zu, hier ist auf. Das heißt, dieses Teil müssen wir jetzt in diese Richtung bewegen. Zack, habt ihr es gesehen? Nochmal zurück. Das ist zu, das ist auf. Und jetzt könnt ihr auch schon das obere Gefäßchen entfernen. So, und jetzt schauen wir uns an, wie wir an den Filter kommen. Hier ist die Nase, die den Filter hier unten noch festhält. Okay? Das heißt, diese Nase drücken wir jetzt nach oben und gleichzeitig halten wir hier fest und heben das Teil nach oben. So, okay? Also nochmal, wieder drauf. Jetzt ist es eingerastet, wie ihr seht. Also rausdrücken und nach oben wegbewegen. So, jetzt haben wir das Teil demontiert. Okay, jetzt sehen wir schon, hier ist Verschmutzung. Hier ist ab, also oben. Und da ziehen wir jetzt dran. Jetzt merken wir uns natürlich, ab bedeutet Richtung Schmutzbehälter. Und die Seite ist Richtung Gebläse oder Vakuumpumpe. Jetzt haben wir den Filter hier. Den könnt ihr natürlich ersetzen. Oder wir saugen ihn frei. Denn, ihr wisst ja, der besagte Staubsauger ist ja ein Zusatzstaubsauger und ihr werdet bestimmt noch einen normalen kabelgebundenen High-Hochpower-Staubsauger noch haben. Das heißt, wir gehen jetzt hin und als allererstes nehmen wir uns von unserem Standard-Staubsauger den Staubsauger, machen den an und saugen den mal leer. Okay, auf geht's! Was für ein Ergebnis. Habt ihr gesehen? Es ist absolut weiß geworden. Wenn das nach dem Staubgang oder Abstaubsaugen durch einen noch höheren powermäßigen Staubsauger nicht funktioniert hat, könnt ihr dieses Teil auch unter fließendem Wasser waschen. Das heißt also Wasser an und drunter halten. Schön auswaschen. Ausquetschen, Wasser zu und auswringen. Ja, auswringen jetzt nicht, ausschütteln. Und jetzt seht ihr, ist er wieder blütenweiß. Das hier unten ist nämlich
nur ein Schatten. So, saugut, wie ihr seht, hat einfach funktioniert. Und jetzt kommen wir wieder zum Einbau. Bevor ihr den benutzt, muss der natürlich trocknen, okay? Die Trocknung des Filters kann über der Heizung geschehen oder ihr legt ihn auf die Fensterbank. Aber zum Einbau zurück. Hier ist das Teil. In die Richtung ragt es zu eurem Motor. Das heißt also, das ab gehört hierhin zur Nase. Das legen wir also so rein. Und dann kommt die andere Seite drauf. Das ist diese. Dort haben wir 1, 2 Aussparungen für hier unten und eine für oben. Das heißt also, so kommt das hier rein, so da drauf, dann einklappen und festdrücken. Es macht Klack und ihr seht, jetzt ist es fest. Nun kommt das Zyklon-Bauteil mit darauf. Das kommt wieder hier oben hin. Ihr denkt, ihr wisst ja noch, hier war an und aus, auf und zu. Das heißt also, jetzt kommt das hier wieder zu der Öffnung. Ne? Orientiert euch hier an dem Gemälden und dann hier an dem Pfeil. So, drauf, etwas weiter runter, jetzt ist es offen, jetzt zu. Und nun haben wir unseren neu gereinigten Filter. Ach, da steht auch Top sogar. Seht ihr, Top steht da, das ist also oben. Jetzt haben wir den schon wieder fast zusammengebaut. Jetzt muss der hier wieder rein. Wir wissen, da ist Top. Also kommt der auch mit der Top-Seite nach oben. Wie könnt ihr es noch besser merken? Hier ist ein Viereck, dort ist ein Viereck. Hier ist eine Dichtung dran, die muss sich da draufsetzen. Das heißt also, wir schieben das Top-Teil in Markenrichtung rein. So. Und jetzt seht ihr, dichtet das auch schon wieder gut ab da unten. Ne? Einfach reindrücken. Dann diese Seite wieder drauf. Und wir haben hier unten 2 Aussparungen. Und da sind 2 Gegenstücke hier unten. Diese Gegenstücke müssen zuerst hier rein. Und dann klappt es nach oben, bis es wieder einrastet. Sehr schön. Und schon ist er wieder montiert. Aber ihr wisst, erst muss der Filter trocknen. Ne? Also lasst den Filter erst trocknen, bevor ihr ihn zusammenbaut. Jetzt wieder einhängen. Und schon ist er wieder am Ladegerät. So kann man also die Filter ausbauen, reinigen und wieder zusammenbauen. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen, bitte abonniert mich und gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. So und so.